Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Applejack B mit meinem persönlichen Laser-Vomit-Bild. Viele fanden ihn ja irgendwie mit Latsch-Puls-Lasern und so einem anderen Gedöns noch mit dazu. Habe ich jetzt mal nicht, weil habe ich irgendwie von Anfang an nicht gehabt. Ich fand diesen Bild irgendwie ein bisschen netter. Ich habe einen Latsch-Laser, um auf Distanz so ein bisschen rumzufuchteln und zu nerven, und habe dazu dann einfach 6 Medium-Puls-Laser, mit denen man sich dann eigentlich auf jeder weiteren Distanz auch sehr gut, sehr wohlfühlen kann. Von daher, ne, also Midrange, Shortrange, Longrange natürlich nicht. Aber es reicht auf jeden Fall, um mal für ein bisschen Aufmerksamkeit zu sorgen. Und weil das Ganze generell relativ viel Hitze produziert, meine gute Wort, Findungsstörungen. Ich muss hier mal ein paar Wörter zusammengraben. Also, weil das generell viel Hitze generiert in einem Alpha Strike, habe ich die Medium-Puls-Laser auch aufgeteilt zwischen Arm- und Torso-Bewaffnung. Also Waffengruppe 1 und 2 und den Nahtlaser nochmal auf eine extra Waffengruppe. Kommt hier irgendwie keiner in den Circle? Das ist ja incredible. Le incredible, jetzt haben sie es in den Kreis geschafft. Hier vorne vermutlich irgendwo. Also hier. Ich habe nur einfach mal so vorsichtshalber nach rechts geguckt. Da hinten ist was. Piu! Angelasert. Und da. Na, er haut wieder ab, der Raven. 3 IR Large Laser. Junge. Er wird wohl nicht die meiste Geschwindigkeit am Start haben. Okay, unsere Gegner sind auf jeden Fall heiß. Guckt euch die Raketen an. Aber es scheint nur ein LMX zu sein, der auf außerhalb der Reichweite arbeitet. Also gerade noch mal eben so okay, würde ich behaupten. So, hier oben, okay. Ich würde mich echt freuen, wenn hier jetzt gerade irgendjemand unvorsichtig so über die Ecke guckt. Aber bis dahin chill ich jetzt erstmal. Oder nee, ich will nicht chillen. Ich will ein bisschen weiter nach vorne. Wobei das hier jetzt gerade natürlich wieder das absolut geile Wartespiel ist. Wo beide Seiten erstmal ihre Position bezogen haben und jetzt darauf warten, dass der Gegner irgendwo irgendeinen kleinen Fehler macht. Yay! Okay, ich werde ein bisschen hier mit Long Range Missiles bearbeitet. Ich hau mal ab. Und sehr gut. Also keiner aus meinem Team hat random die Raketen abgegriffen, was sehr geil ist. Wir haben allerdings keinen einzigen ECM-Mag am Start, was mich ein bisschen traurig macht. Er versucht da hinten. Oh, das ist so. Also, was wir hier beobachten können, da hinten auf der Map, also hier, er steht da, um das Ziel Alpha zu zerstören, was leider sehr unsinnig ist. Es lohnt sich nur, die Ziele zu zerstören, wenn der Gegner auch Zeit vom Counter runter hat. Wir sind da runter auf 32 Sekunden, der Gegner ist immer noch bei 100. Und das bedeutet, das Ding bringt nichts, weil diese 15 Sekunden, die man da durch das Zerstören des Generators bekommt, hören auf, wenn man halt bei 100 Sekunden ist. Also, man kann einfach nicht weiter runtergehen. Was hat er denn da vor? Er hat was? Er schiebt sich nach vorne mit Longrange Missiles und einer XL Engine. War das jetzt so echt komplett sein voller Ernst? Ich glaube, er hakt. Ey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Hatte der keinen Bock mehr oder was? Ach nee, eigentlich Computerspiele mag ich gar nicht. Ich beende das mal schnell. Na komm, kleiner Cataphract. Ach, wie geil. Das habe ich ja vorher noch gar nicht richtig gecheckt. Man kann durch das Haus so richtig schön durchschießen. Na, schiebst du dich jetzt nach vorne? Yeah! Heißer Alpha Strike, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Seitentor so rausgenommen bei der Kiste. Ob wir da wohl bald hochschieben können? Ich bin ja fast versucht, es zu riskieren. Ich weiß, dass da... Oh, ne, da oben ist zu viel, als dass, wir da hoch, dass ich da hochlatschen könnte. Ich komme einfach ein bisschen hier mit, Bro. Vielleicht können wir auch irgendwen runterlocken. Das wäre natürlich geil. Und. Pop, 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 pop. Oh, yes, komm runter, Baby. Boom. Nein. Suffocator, schäm dich. Ey, schäm und. Aber so richtig schäm und. Digga, kannst nicht machen. Ich habe so schön die Ruhe bewahrt, gewartet, dass er runterkommt. Er hat einen geilen Prop hingelegt, klar. Aber es war absehbar, dass ich ihn auf jeden Fall gut erwischen kann. Oh, ja. Und Long Range Missile. Gerät. Ne Crap. So, Eiklächen, ich laufe hier entlang. Der Cyclops hat sich tatsächlich hier da. Sehr schön, Kollege. Die Crap ist auch sehr hart angegriffen.
Vermutlich werden sie als erstes auf den Cyclops gehen, was mir natürlich schon ein bisschen in die Karten spielt. Du bist meine Ablenkung, du süßer, kleiner Zyklopen-Meku. So, ah ne, ich bin einfach zu schnell oben. Ich werde wahrscheinlich die Ablenkung sein. Du bist ja süße kleine Zyklopen-Mac, vielleicht irgendwas machen kann, aber auch nicht so viel. So, die Crab rennt da immer noch rum. Jawohl, sie rennt nicht mehr. So, Focus und... Der Stalker, er ist so schön auf... Der holt ihn sich, verdammt. Na gut, ich habe gut vorbereitet, sagen wir mal. Also von daher kann man damit gut leben. Komm, 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 komm. Feuer, 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 Feuer. Es hat nicht gereicht. Oh mein Gott. Na, no! Yes. Oh, ich wollte mich gerade aufregen. Verdammt und so was, aber... Ja, ist alles cool, alles cool. Kein Grund, sich aufzuregen. Alter Schwede. So, der Bild läuft nicht so schlimm warm, wie man meinen möchte. Es sind tatsächlich alle hinüber, bis auf den Disco. Alter. DC, G4, da, den finden wir nicht mehr rechtzeitig. Gamma 4, das ist ja hier bei dem Base ganz. Ach nee, da laufe ich nicht hin. So, das ist auf jeden Fall mal mein Vorschlag für einen möglichen Laser-Wall mit dem Evanjack. Also der funktioniert sehr gut. Recht kühl eigentlich insgesamt, wenn einem das zu warm sein sollte, warum immer. Kann man natürlich auch einfach auf dem 7. Latsch Medium-Puls-Laser gehen. Oder man könnte auch die Laser, die meisten Laser, auf normale Medium-Laser umrüsten und dafür noch einen weiteren Large-Laser mitnehmen. Also man hat viele Möglichkeiten, aber ich finde das eigentlich ganz angenehm, mit diesem einen Large-Laser auf Distanz so ein bisschen zu nerven und zu kitzeln und mit dem Medium-Puls-Laser dann es so richtig krachen zu lassen. Selbst mit dem Large-Laser dabei kann man es immer sehr schön krachen lassen und trotzdem nicht so viel Hitze generieren. Also ich bin jetzt nicht so krass oft überhitzt oder so und ihr seht, der Schaden spricht soweit schon mal ganz gut für sich. Es war ein schöner Push an der Seite. Wenn wir jetzt mit der Hauptfront kommen, also wenn ich mit der Hauptfront komplett mitgeschwommen wäre, wenn ich vielleicht einfach hochgelatscht wäre, hätte ich vielleicht sogar ein bisschen mehr rausholen können, aber das war so auf jeden Fall auch sehr gut. Das war einfach schön effizient. Was man auch hier an der Wertung sieht. Also von daher, ne, kann man sich, ich bin sehr zufrieden. Habe ich alles runtergescrollt, dass alle alles lesen konnten. Jo, Herbig. So, dann zeige ich euch einmal den Bild. Also das Ding ist halt einfach komplett vollgestopft mit allem. Also mit Waffen und mit Heatsinks, das war es auch keine Munition, weil hat er keine Munition, aber prinzipiell dann mit allem, was möglich ist. Und ich mag diesen Mac generell, weil er ist sehr tanky. Er hat ein niedriges Profil. Es sei denn natürlich, man hat im linken Seitentorso was drinne stecken, was dann ja diesen Aufbau auf der Schulter gibt. Wobei ich den vom Stil her ziemlich geil finde, muss ich sagen. Es ist halt so ein bisschen ein Kugelfang, jetzt steht außer Frage. Aber... ein sehr geiler Kugelfang. Vor allem sieht das sehr cool aus. Also hier sowieso oberst cool mit der Tapeten-Camo. Wer meine Livestreams kennt, die Tapete kennt. Das ist oben eine Webcam da drauf. Das sehe ich ja jetzt erst. Weil von hinten ist tatsächlich eine Webcam auf dem Dach, ne? Wofür sie die wohl angebaut haben? Gibt es Leute, die sich dazu aus der Distanz angucken wollen? Man sieht hier übrigens so von der Aufteilung her, das hier sind die Medium-Puls-Laser und hier oben die eine Linse. Der dicke Klotz, das ist der Large Laser. Und das finde ich dann... Es sieht sehr geil aus einfach. Also ist vom Design her auch einfach wunderbar ausgeglichen, der Mac. So, so sieht die Kiste denn aus. Ich habe ja gesagt, er ist vollgestopft mit ungefähr allem. Und ja, da wo es geht, entsprechend die Laserbewaffnung reingestopft. Und den Rest vollgestopft mit Heatsinks. Man kann natürlich auch den... das Ding oben den Zylinder mit zwei Large Lasern besetzen, wie gesagt, und dafür dann halt mehr Medium Laser einbauen. Habe ich aber nicht gemacht, weil mir das so besser gefällt mit der Hitzeffizienz. Und von der Skillung her, ich habe, komm, warte mal ein bisschen, mein hübscher Freund, im Firepower Tree gar nichts. Dafür den Survival Tree sehr weit ausgereizt. Ich habe auch geguckt, oh, ich habe ein Armor Hardening vergessen. Oha, man kann auch mal etwas mehr Panzerung mitnehmen. Auf jeden Fall, weil dieser Mac so das niedrige Profil hat und generell eigentlich recht tanky ist, dachte mir, dass es hier auf jeden Fall sehr geil ist, das Ganze noch mal mehr zu verstärken, dass man einfach noch mehr, noch länger aushält. Und zugleich hier ein bisschen die Mobility, Agility gepusht. Ich hatte hier die Skill Points noch übrig. Ich werde aber einen Kinetic Burst direkt mal rausnehmen. Add Skill Point, einen kaufen wir. So, Survival. Armor Hardening. Zack. So wollen wir das sehen. So, auf jeden Fall Mobility hier fast, also alles geskillt, was ich brauche, um ein bisschen schneller zu sein. Und Kinetic Burst, die beiden Punkte hatte ich noch übrig. Was, Kinetic Burst ist halt geil, ich mag das, weil die Beschleunigung erhöht. Also der Mac kommt schneller vom Fleck.
was ich immer sehr begrüße. Bei Operations habe ich recht viel mitgenommen, weil hier, ich habe einfach mal, das war auch so Thema im Stream, ich habe nochmal drüber nachgedacht, Operations, je nach Mac, lohnt sich tatsächlich doch ganz gut, wenn man Cool Run mitnimmt, 10% mehr Hitzeabbau und Heat Containment, 15% insgesamt mehr Hitze, die der Mac aufbauen kann, was ein Laser-Mac dann doch wesentlich effizienter macht. Also gefehlt Theory Crafting bei Cool Run. Immer, ich hasse diese Meldung hier, verschwindet mal. Wenn man das mal deaktivieren könnte, ne? Weil wenn man jetzt hier drauf geht und unten rechts das Bild sehen möchte, wo die Zahlen drin stehen, verschwindet es wegen der tollen Meldung. Auf jeden Fall gibt es diverse Theorien, dass Cool Run erst richtig effizient ist, wenn man richtig viele Heatsinks hat. Da würde ansonsten hier reduzierte Hitzeerzeugung bei Firepower, mehr Wegen etc. pp. Das war früher mal, glaube ich, so. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es denn jetzt aktuell ist. Also da waren wir uns generell sowieso nicht alle so sicher. Ich speichere das mal hin, bevor ich das wieder vergesse. Bei Sensors habe ich die 60% Radar Deprivation wieder mitgenommen, was bei mir so im Moment einfach der Standard ist. Ich finde es ein bisschen zu teuer, auf die 100% zu gehen, zumal man meist mit der Geschwindigkeit doch schnell genug irgendwo in Deckung ist und diese, ich sag mal, eine Sekunde oder so noch hat, um sich in Sicherheit zu bringen. Und bei Auxi habe ich hier mein Standard genommen, wenn ich die Points übrig habe, mit die Strikes erstmal ordentlich pushen und einen dritten Consumable Slot, damit ich zwei Strikes mitnehmen kann. So viel zu diesem Mac, zu diesem Laser Vomit zuckersüßen Abenjack. Finde ich einfach geil, die Dinger. Bisschen bullig, bisschen gedrungen, aber trotzdem schnittig. Ja, besten Dank fürs Zugucken, Leute. Traumhaften Tag noch. Haut rein, bis die Tage.